echt viele Fleischfresser hier auf einmal sind. Das ist schon beeindruckend. Naja, war das hier eine ganz friedliche und harmlose Gegend. Jetzt? Schakale überall. Ja. Das war das, dadurch, dass vorher hier halt relativ wenig Agrodinos waren, wurde hier nicht so wahnsinnig viel gekämpft. Und ich war ja direkt online, nachdem das gepatcht wurde mit dem Dschungel, ja. Beziehungsweise Sumpf. Und da hat man richtig so einen Kampf alt gegen neu. Also sind immer mal wieder so ein paar neue Dinos gespawnt. Die sind ja nicht komplett alle da. Also nach dem Neustart sind die alten Dinos, die vorher auf der Karte rumgelaufen sind, auch noch da. Und dann werden die erst nach und nach durch die anderen abgelöst. Und da hat man dann richtig gemerkt, dass da dann die ganzen agro-neuen Dinos halt im Wesentlichen gegen die gekämpft haben, die früher da gespawnt sind. Und sie dann so nach und nach verdrängt haben. Cool, ein Kampf der Gezeiten, mehr oder weniger. Ja. Der Generation, besser gesagt. Das war wirklich richtig krass. Irgendwie dann mal so 5 gegen 5 Dinos oder sowas gab es dann auch schon. Egal, wo man hingeguckt hat, haben sich irgendwelche Dinos geklappt. Ich habe ein Regengeräusch bei mir, aber kein Regen. Same hier. Aber mein Wasser ist trotzdem wieder voll. Wird doch nicht ein Bug sein, Mensch. Bug in Ark? Nein. Keinesfalls. Niemals. Sowas gibt's hier nicht. Mensch, nur. Pappt das Ding jetzt daran, das gibt's aber nicht. Kann doch so schwer nicht. Ja, jetzt. Ich bin noch ziemlich froh, dass wir eine relativ ruhige Ecke haben. Ja, wir haben echt Glück gehabt. Also auf den offiziellen Servern haben sie automatisch mit dem Update alle Strukturen in den Gebieten, die gepatcht wurden, also da, wo jetzt Sumpf oder Schneelandschaft ist, haben sie alles entfernt. Geil. Die Leute, die da ihre Basen hatten und die Patchnotes vorher nicht gelesen haben und sich nicht im Steam-Forum damit befasst haben, die haben sich eingeloggt und standen auf einmal nackt in der Schneelandschaft oder sowas und waren 5 Sekunden später erfroren. Und die haben sich richtig gefreut. Da gibt es auch schon einige Themen im Steam-Forum dazu. Ihr könnt das machen, alles was wir gemacht haben, und wir haben 400 Stunden in das Spiel investiert. Och du Scheiße. Ja, stell dir mal vor, jetzt wäre alles von uns weg gewesen, inklusive aller Schränke und Blueprints und so weiter. Das wäre schon echt ärgerlich. Ja, das war mir damals schon, wo sie uns da ausgeräumt haben. Wäre ich du gewesen, hätte ich glaube ich gar nicht mehr Bock gehabt, da weiterzumachen. Und wir haben ja eine relativ kleine Base. Ja, relativ, ne? Ich meine, für 2 Leute, wo du das meiste machst. Naja, ab morgen haben wir eine große. Ja,
Oh nein, wirklich? Fuck, hat der falsch gesnappt hier? Scheiße. Der mittendrin einfach mal falsch gesnappt. Ich dreh durch. Fehlt ein Stück Wand. Oh, nee. Oh. Wie kann das passieren? Scheißdreck. Naja, weißt du, wie viel ich da hinten dran gesnappt habe? Das kann ich jetzt nicht einfach wegnehmen ohne. Jetzt Wände oder Foundations? Die Untergrundfoundation. Ja, aber das ist doch egal. Die Wand da drauf kannst du damit eh umdrehen. Ja, nee, ich meine, dass er irgendwie ein Drittel von der Foundation in die andere Foundation reingesnappt hat. Oh. Das ist natürlich doof. Ja, zur Not reißt es wieder ab. Wir haben einen kompletten Schrank voller Steine. Und das kriegst du nochmal neu gefarmt. Das Ding ist, ich will jetzt ja nicht unbedingt. Ja, besser als wenn die Base dann total verkrüppelt ist. Am Ende kannst du auch nicht die die Walls dann draufsetzen. Na, das habe ich ja genau das Problem. Ich habe jetzt hier gerade angefangen, die Walls zu ziehen und dann, ach Mensch, guck mal hier. Das kriegt man doch bestimmt noch irgendwie ausgeglichen. Bin gespannt. Will nicht alles wieder abreißen hier. Ich bin gerade voll gepumpt. Ich komme mal vorbei. Wo haben wir denn hier den Wooden? Den Wooden und den Stone Foundation. Du kannst oben rechts so eine Sortierung anwählen. Da steht dann irgendwie Show All oder sowas. Und wenn du das anklickst, dann ordnet dir das in Unterordner ein. Ganz praktisch. Weißt du, was ich meine? Nee. Wenn du auf Craftables gehst und dann da drüber kannst, hast du so ein Show All. Ach so, ja. Ich, den Button für Craftables, ich muss das aber erstmal lernen, glaube ich. So. Da suche ich das für mich. Ah, hier, Stonefans. Du hast wieder zurückgebaut? Nein, du sollst. Nein, gerade. Nicht zurück. Du musst doch nicht um den Stein rumbauen. Nee, na, weil ich dachte, der Berg ist jetzt da. Der Anstieg. Ach, naja, ach, der ist so klein, das ist egal. Aber hier habe ich halt diesen scheiß Knick drin. Was? Mich hat gerade ein Lilo angegriffen. Also. Wo ist denn das jetzt hin? Ach, da. Keine Ahnung, wie das die Scheiße gemacht hat. Total dumm hier rangesnappt. Warte mal, wohl. Und ich kann hier auch nicht mehr ransnappen, weil da eine Wand schon draufsteht oder was? Nee, das hier ist doch richtig gesnappt. Hier dazwischen. Ja, das ist nicht gesnappt, das ist gar nicht gesnappt. Aber es hat doch gesnappt. Hier ist doch ein Loch. Ja, das habe ich gerade weggemacht. Weil ich da nicht drauf bauen konnte. Und jetzt versuche ich hier gerade. Ja, jetzt musst du die hier abreißen und da ransetzen. Und alle anderen auch. Oh nee, oder? Doch, anders geht's nicht. Ich dachte, ich kann dir vielleicht so ein. Mache ich hier so ein 90-Grad-Dingens. Irgendwie und 45 Grad, das müsste doch eigentlich gehen. Hier 90 und da 45?
Nee, das kriegst du nicht. Und außerdem sieht das total komisch aus. Nein, reiß es ab, dann baue es ordentlich. Oh, aber weißt du, wie viel ich jetzt. Oh. Ja, aber das ist gar nicht so schlimm. Weil dadurch, dass du jetzt hier sowieso diesen Weg nach links und den Weg nach rechts gemacht hast, hast du für die, ohne dass wir wirklich viel Platz in der Base gewinnen, anderthalb mal so viele Stone Foundations verlegt. Weil von oben ist das halt, ja, so Pi mal Daumen anderthalb mal so viel, wie du eigentlich gebraucht hättest. Und dann leg halt noch, weiß ich nicht, 2, 3 oder sowas im 45-Grad-Winkel, dann bau gerade durch und wenn du den Stein triffst, dann hack ihn einfach weg, den kriegst du ja weg. Oder? Geht weg. Ich habe jetzt einfach nur wieder zurückgebaut, weil ich nicht den Hügel da Ja, hochbauen ach. wollte. So, Stein ist weg. Leg mal 2, 3 Foundations und dann bau gerade durch. Dann passt das. Okay. Du kriegst ja die Hälfte vom Material zumindest wieder. Ja, aber die Hälfte ist nur die Hälfte. Ja, aber wir haben halt, wie gesagt, einen kompletten Schrank voller Stein und die Dinger zu fahren dauert jetzt auch nicht so ewig. Jetzt 100 verbraten hättest, dann wäre das nicht so optimal, aber 10. Wen juckt's? 10? Hast du mal geguckt, wie weit ich gebaut habe? Ja, naja, du hast ungefähr 20 verbaut und dann sind 10 verbraten, weil die Ressourcen für 10 kriegst du wieder. Aus den Ressourcen kannst du dann 10 neue kräften, ohne dass du irgendwas aus den Schränken benutzen musst. Halb so wild. Aber ich hatte das auch schon mal. Ich hatte nicht ganz so viele danach gelebt, aber ich habe das dann auch versucht, irgendwie so mit einem 90-Grad-Winkel und weiß nicht, und keine Chance. 45, 45 und sowas, das snappt alles nicht. So Es ein muss halt wirklich Scheiß. perfekt passen und sonst macht er das nicht. Mann. Trotzdem keine Ahnung, wie das passieren konnte. Dass er die so krass so gefailsnappt hat. Ja, aber das hatte ich halt auch schon mal. Also das kann passieren. Aber er ist gleich fertig. Immerhin etwas Gutes. 10 Minuten oder sowas.
eine große Base. Ja, so sollte es ja auch sein. Wenn wir eine zu große. Ja, wir können noch mal drüber nachdenken, ob wir dann irgendwie Leute aufnehmen. Ja, warum nicht? Wenn ja welche spielen. Weil der schwierig ist, weil der Server nicht so wahnsinnig viele aktive hat. Tja, da haben sie sich damals die Leute vergrault, ne? Weil die nicht so schnell hinterher waren mit dem Updaten. Vielleicht sollten wir einfach mal Werbung machen, aber es gibt wahrscheinlich auch so richtig viele Server wie Sand am Meer. Ja, also ich habe mal geguckt, es gibt für zwei ARK-Spieler einen Server. Und da ist der Server dann unterm Strich immer noch relativ gut besucht, muss man sagen. Ja, und viele werden wahrscheinlich auch auf den offiziellen spielen wollen. Ja, wobei es insgesamt mehr Spieler auf den inoffiziellen geben soll. Ja, weil ich glaube, die Inoffiziellen haben einfach mal mehr Slots und auch offiziell ist ja nur PvP, ne? Oder gibt's auch PvE? Ich weiß gar nicht. Offiziell gibt's auch PvE. Okay. Ich hatte ja damals nur PvP mal angefangen und dann super geil, gehe ich kurz weg, vergesse die Tür zu machen, steht einer da und macht meine Kisten kaputt. Ja. Ja, aber selbst wenn du die Tür zugemacht hättest, die Tür kriegt er ja auch innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Sekunden oder sowas kaputt. Ja, wahrscheinlich. Das ist kein Thema. Und auf den PvP-Servern ist es halt so, dass mit Offline-Raiden irgendwie extrem viel ist. Das heißt, in dem Moment, wo du dich ausloggst, räumen sie dir die Basis leer. Das heißt, nein, scheiße. Hey Gott, ich dachte... gedrückt. Oh Gott! Ich dachte gerade, du hast, bist du ja über mich rüber weggeflogen und ich baue schon wieder falsch. Nee. Und. Na, das macht dann richtig Spaß. Ja, und auf dem PvP-Server ist es halt so, dass Leute andere Leute einmauern in ihrer Basis oder sowas. weil. Naja gut, wenn du 10 Leute hast und du überlegst, na jetzt, weiß ich nicht, 4 Leute gehen Steinbasen farmen, Steinwände farmen oder Holzwände oder was auch immer. Und die anderen gehen Foundations farmen und 2 Leute werden dann irgendwie einfach nur noch damit beliefert. Die können dann innerhalb von 2 Stunden oder sowas, könnten die so eine Basis wie unsere komplett ummauern. Und sowas wird dann teilweise auch gemacht. Ja, super. Und das ist dann natürlich wenig spaßig. Und die Leute, die halt dann auf den offiziellen Servern aufhören, die gehen halt eher auf die inoffiziellen, weil die halt noch ein bisschen moderiert sind. Die Leute sind auch ein Tick netter, die da spielen. Ja. So, Mammut. Mach mal her.